Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von WoW Classic. Schön, dass du wieder dabei bist. So, jede Menge Gule später habe ich dem netten Mann, der ja sehr viel von uns zu halten scheint, seine komischen Ghoul-Daumen hier zusammengeschraubt. Ich glaube, hinter dem Haus treibt sich ein Rudel Ghoul herum. Je schneller ich das Bildnis aufstelle, desto besser. Habt ihr die Ghoul-Rippen für mich? Ah, danke. Die sind genau richtig für mein Vorhaben. Vor ein paar Wochen wurde ich von einer Bande Ogern angegriffen, als ich draußen Kräuter sammelte, ziemlich weit von meinem Haus entfernt. Ich lief davon und musste eine Kiste mit wertvollen Werkzeugen und Kräutern zurücklassen. Nachdem sie mich vertrieben hatten, stolzierten die Oger zurück zum Ogerhort im südlichen Dämmerwald. Ich bin mir sicher, dass meine Kiste irgendwo in der Nähe des Hügels sein muss. Bitte, Garderul, beschafft mir diese Kiste wieder, denn sie fehlt mir sehr. Weißt du, der Typ. So, die ist, wenn wir jetzt gleich Map aufmachen, ungefähr hier unten, da wo der Ogerhort ist. Ja. So, die Frage ist jetzt, wir müssen jetzt zwei Quests im Dunkeln abgeben und wir müssen ohnehin ja in den Ogerhort rein. Das ist allerdings alles Level 30. Das heißt, ich würde jetzt gerne eigentlich erstmal zurück ins Dorf latschen und eventuelle Folgequest annehmen, damit wir da wissen, wie wir da auf dem neuesten Stand sind und wenn ja, wie viele und ob man das dann auch so auf das Internet anwenden kann, ja oder nein, ne? Ja, das war eine Gedenkminute für AKK. Wäre vielleicht mal Kanzlerkandidatin geworden, aber wird sie sicherlich nicht werden. Das gibt nichts mehr. So, genug Politik für heute. Und wir dackeln mal zurück zum Dorf. Schnipp! Dann schauen wir mal, was wir hier alles abgeben können in Dunkelhain und ob wir möglicherweise dadurch schon ein Level-Up bekommen. Die Bewohner von Dunkelhain sind euch zu Dank verpflichtet, Garderul. Ihr habt bewiesen, dass ihr der Nachtwache ein wertvoller Verbündeter seid. Die Lage in Rabenflucht ist noch immer sehr bedenklich. Die Sicherheit von Dunkelhain liegt in euren Händen, Garderul. Ich habe einfach nicht genug Behüter, um die Sicherheit in der Stadt zu gewährleisten. Deswegen müsst ihr euch erneut nach Rabenflucht aufmachen und das östliche Mausoleum von den Seuchenverbreitern säubern, die sich dort breit gemacht haben. Tötet 20 von ihnen. So, und da bekommen wir entweder den Schultergürtel der Nachtwache, den Köcher der Nachtwache oder den Rupfensack der Nachtwache. Und das ist eigentlich relativ interessant, weil als Jäger will man es auf jeden Fall diese Quest machen. Ne? So ist es nämlich, genau. Wie geht's? So, hier sind wir wieder bei unserem Quest Die Legende von Stalvan. Ihr erinnert euch, wir sollten nach Moonbrook in die alte Schule, um herauszufinden, was denn der Magier-Schüler dort getrieben hat, was ihn geritten hat oder wie auch immer. Und jetzt finden wir heraus, wie es weitergeht. Ah, ich erinnere mich an euch. Ihr hattet doch nach diesem Stalvan euch erkundigt, nicht wahr? Habt ihr gefunden, wonach ihr gesucht hattet? Ja. Interessant. Also hat sich der Bursche doch einige Zeit lang in Moonbrook aufgehalten. Es ist etwas seltsam, dass der Brief nie zugestellt wurde. Nun, wie dem auch sei, ich werde das Verzeichnis aktualisieren. Ach du liebes Bisschen, das ist mir beim ersten Mal ja glatt entgangen. Hier im Verzeichnis steht beim Eintrag für diesen Stalvan direkt unter der ersten Adresse noch eine weitere, die zum Teil durchgestrichen ist. Es scheint, als wäre er zum Gasthaus zur Höhle des Löwen drüben in Goldhain unterwegs gewesen. Vielleicht solltet ihr dort nachfragen. Aha, also wieder zurück nach Goldhain. Auf jeden Fall war der Typ, es ist echt zu warm. Es ist zu warm, Heuschnupfen und alles. Deswegen lasse ich auch die Livestreams ausfallen. Seid gegrüßt. Aber die kommen dann auch wieder. Ich bin beeindruckt, Garderul. Es scheint, als wäret ihr durchaus fähig, euch im Kampf zu behaupten. Vielleicht können wir ja eine Aufgabe für euch finden, die jemand mit euren Fähigkeiten etwas mehr herausfordert. Aber es ist schon eigenartig. Es ist, als seien die Vorks plötzlich aus dem Nichts erschienen. Aber es ist ja in letzter Zeit so viele seltsame Kreaturen in unser Land gekommen. Da sind auch die Vorks vermutlich nur eine unserer vielen Sorgen. Habt ihr vielleicht schon festgestellt, dass einige größere Vorks zusammen mit den Schattenwirkern im Wald herumziehen? Nach allem, was wir wissen, machen diese Dunkelläufer den Großteil der Vork-Population aus. Auf meinen Wanderungen habe ich außerdem festgestellt, dass sie in den verlassenen Obsthain im Südwesten der Stadt eingefallen sind.
Diese Worgs sind etwas zäher als die letzten, denen ihr begegnet seid. Also seht euch vor. Das Licht segne euch. Nächste Mission, in der wir... Genau, das, die sind wieder hier im Obsthain, allerdings jetzt im südlichen Teil. Und wir müssten hier oben in die Krypta wahrscheinlich rein. Und dort die Mobs zerlegen. Und das würde ja dann ungefähr... Ja, das würde ungefähr mit dem übereinpassen. Also das Ding ist, ich würde jetzt gerne dann erst die Worgen machen. Oh, guck mal hier, die Glühwürmchen, wie schön. Ist mir noch nicht aufgefallen. Ich würde jetzt gerne lieber erst die Worgen als erstes machen, denn die machen hier der Stadt ja am meisten Sorgen, die Worgen. Und dann haben wir ja wahrscheinlich dann auch, ja, dann können wir vielleicht mal gucken. Dann sind wir Level 29, dann könnten wir vielleicht die beiden Ogre-Quests machen. Und die Seuchenverbreiter sind, glaube ich, auch nur Level 29, Level 30. Obwohl da jetzt Level 30-Quest dransteht, müsste eigentlich funktionieren. Aber um das nochmal zu sagen, also dieser Levelunterschied, den man hier hat, der macht ja echt noch was aus hier in dem alten Spiel. Im neuen Spiel skaliert ja alles und alle Gegner sind immer die gleiche langweilige Brühe euch gegenüber. Hier ist es wirklich noch so, wenn man in ein schwereres Gebiet reingeht, sich das traut oder machen will oder irgendwem irgendwas beweisen will, kann man das natürlich gerne tun. Wenn man sehr clever ist, spielt man immer so ein, zwei Level unterlevelige Quests, dann kriegt man auch die maximale XP, aber die Widerstände, Resistances etc. sind optimal. So ist es nämlich. Denn dumm ist nur, wer Dummes tut, hat ein weiser Mann mal gesagt. So, welche Dunkelläufer? Dunkelläufer. Gucken wir mal, wo die sich rumtreiben. Das Problem ist hier, dass die gerne mal adden. Die Schattenwerker hatten wir schon. Da hätten wir einen Herrn. Ja, das geht schon mal gut los hier. Die Humanoid. Ja. Aber Level 29, da war Glück gehabt, dass der gecrittet ist. Was mir noch so ein bisschen fehlt, ist so die Möglichkeit der Anzeige, wie lange das Schaf noch wirkt. Da gibt es so das eine oder andere Mage-Add-on. Normalerweise, aber das, die gibt es noch nicht. Also noch nicht für die Beta. Ernsthaft. Ich glaube, wir werden das mal kurz mit einem strategischen Rückzug, mit einem strategischen Vorangehen, nach einer strategischen, na, wie heißt das noch? Nach einem strategischen Fortschritt in den rückwärtigen Raum, mal eben kurz hier so. Weil wir haben ja kein Mana und kein Leben mehr. Gut, also hier sind die Typen und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann bei den Ogersen wieder. Dazu dackel ich dann gleich die Straße zurück und dann sehen wir uns hier wieder und würde dann mutig mich den Ogern stellen mit euch gemeinsam. Dann wollen wir mal gucken, was die so alles auf dem Kerbholz haben. Das alles keine Dunkelläufer. Doch, da hinten ist einer. So, wenn man die irgendwie so einzeln erwischt, dann geht das ja, glaube ich. Aber die patrouillieren hier auch gerne mal. Und man übersieht die gerne mal. Ja, tausend Dinge, die ich nicht gebrauchen kann gerade. Ich frage mich nur gerade, wenn dies ein Level 29 Quest gegen Level 29. Nicht, dass ich mich da total vertue bezüglich der Gegnerstärke der Orks und so. Der Ogre. Ich sag immer Orks und meine Ogre. Wäre natürlich auch doof. Schnipp. Wir nähern uns den Ogassen. Immer ja eine schöne Beschäftigung, Ogre kloppen. Ich, warte mal, können wir... War hier oben ein Händler, dass wir hier eben mal unser Inventar lören können? Nee. Ist ja auch so eine Sache, ne? Im aktuellen Spiel kann sich ja jeder quasi, hat sich ja dieses Tundra-Mount des Reisenden gekauft. Da sitzt hinten ein Händler drauf. Du bist in der Welt unterwegs, deine Taschen sind voll, du willst sie leeren, du beschwörst das Mount, verkaufst deine Sachen, reitest weiter. Geht hier nicht, ne? Da ist, da muss er halt, ja, dann wieder zur Stadt zurück. So diese Immersion. Je länger ich drüber nachdenke, ist es, glaube ich, so, dass man Immersion häufig
darüber definieren kannst, zu sagen, ja, Immersion ist dann, wenn das Spiel dich möglichst so weit nervt, dass es dich tief ins Spiel reinbringt, ohne dir zu sehr auf den Sack zu gehen. Ich glaube, so kann man es ganz gut beschreiben. Aber man macht das natürlich dann auch gerne, ne? So, hier müssen wir jetzt an zwei Orte. Wir müssen einmal da oben hin. Mal gucken, was die können hier. Ich traue der ganzen Sache nämlich noch nicht so ganz. Ha! Das war gut. Da hat er gerade hier den Kälteschock gekriegt, sodass er angekettet wird und dann noch Gegenzauber durchgesetzt. Da konnte er dann erstmal gar nichts machen. Da hat er nur geguckt. Geguckt hat er da. So, die einen Teile sind, glaube ich, am Höhleneingang. Aber warum zeigt er mir denn jetzt hier an? Liegt das in der Kiste da oben oder was? Ich weiß das nicht mehr. Wollen wir da mal eben schauen? Zuchtmeister. Ja, ich muss mir nochmal irgendwie die Tastenbelegung anders überlegen. Ich glaube, den mache ich hier drauf und den mache ich da dahin. Ich weiß es noch nicht. Ich habe gar kein Niveau, Senior Dina. So, das ist aber wahrscheinlich in der Höhle und nicht auf der Höhle, ne? Würde mich sehr wundern. Es ist in der Höhle, nicht auf der Höhle. La 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 la. Hätte ja sein können. Gut, das andere Teil liegt vor der Höhle. Weil, naja, es wird jetzt Leute geben, die sagen, naja, hier Quest-Tracker-Addon benutzen, das ist ja nicht Classic, was soll der Scheiß? Du Noob. L2P. Was auch immer das heißt, kleiner Scherz, natürlich weiß ich das. Aber ja, das andere Teil liegt hier hinten vor der Höhle. Also von daher gesehen... Ah, aber guck mal, die sind Level 30 jetzt. Und können steile Wände hochgehen. Alter, der cheatet. Die können Wallclimbing, warum mache ich das nicht? Ah, ich muss glaube ich noch einen Punkt vergeben, ne? Ne, hab ich schon. Ja. Zertrümmern, ja, und als nächstes holen wir uns dann Corn of Cold, Kältekegelverbesserung und Winterkälte. Und dann sind wir quasi weitestgehend durch. Würde ich mal so sagen. Hallo? Herr Ogre? Können Sie sich vielleicht mal kurz auf den Boden legen? Dankeschön. Jetzt muss ich aber ganz dringend, nochmal ein Krieger, nochmal ein Krieger. Keine Patrouille, das ist gut. Dann würde ich sagen, begeben wir uns mal in die Höhle rein. Ganz vergessen, hier vorne sind ja die Sachen, wie ich eben schon sagte, die wir brauchen. Hier liegt die Kiste. Na, da haben wir sie nämlich. Dann würde ich sagen, zerlegen wir jetzt mal hier die Ogasse. Jetzt weiß ich gar nicht, ist das dann von so einem Ogre-Boss? Der Blick zu den Sternen, das Ogre-Monokel? Ich glaube ja, ne? Weil ich gerade nicht weiß, ob das eine Gruppenquest war. Wenn das eine Gruppenquest war, wäre das natürlich ziemlich doof. Das Schöne ist, hier gegen diese Magier und so haben wir ja unseren fantastischen Feuerschild. Ah! Da ist der Obermotz, sag wohl. Ja, die kommen auch beide. Aua! Ich muss zuerst etwas anvisieren. Oh, da müssten wir mal eben kurz ein bisschen uns heilen. Also keine Elite, oder? Nee. Tschi, das könnte knapp werden.
Aber so ist Klassik, ne? Gegen zwei Mobs. Ich wurde übrigens gefragt, ich hatte in irgendeinem Video gesagt, so, ja, ich hatte ein bisschen Angst und so, immer in Instanzen reinzugehen. Ich glaube, das ist ein bisschen falsch verstanden worden. Angst nicht unbedingt immer so als Heiler und so, alles easy, ne? Weil du warst ja unter Freunden unterwegs und so weiter. Ich wollte damit sagen, dass ich ungern als Damage-Dealer in Instanzen gehe. Also ungern als Magier oder so, als eine Klasse, die ich nicht gerne spiele. Weil, ja, keine Ahnung. Ich glaube, bei den Klassen geht es ja im Wesentlichen nicht darum, geschickt jemanden am Leben zu halten. So, und alles zu überschauen, was da gerade passiert. Bis auf, wenn man mal was schieben muss und so weiter. Sondern einfach nur mit möglichst hoher Frequenz, möglichst effizient die richtigen Mobs in der richtigen Reihenfolge zu töten. Damit er im Damage-Meter ganz weit vorne ist. Und das ist eine Art des Gameplays, das habe ich ja, glaube ich, auch schon an anderen Stellen mal so anklingen lassen, die mir jetzt so gar nicht zusagt. Ne? Weil ich meine, ich habe ein riesiges Gemächt, das heißt, ich muss da nichts kompensieren. Na? Deswegen ist für mich im Wesentlichen das Spiel zum Entspannen da. Es gibt da viele andere, die bei denen ist das vielleicht ein bisschen anders. Das mag ja sein. Und insofern meinte ich damit halt, dass das ist nicht mein Spielding. Ja, weil da gehe ich immer als Schlechtester raus aus einer Instanz. Und da bin ich auch den Leuten sozusagen ein Klotz am Bein. Und das hängt nicht im Wesentlichen damit zusammen, dass ich irgendwie zu doof bin dazu oder so. Das ist einfach nicht meine Art zu spielen. Ja, ich spiele gerne den Heiler, ich helfe gerne den anderen, spiele gruppendienlich und so weiter. Und muss mich da nicht irgendwie beweisen und so. Und meine Sorge dann als DDler in eine Instanz zu gehen, ist immer, ich pull was Falsches. Ich bin weit ab im Damage. Was sollen denn die Leute sagen und so? Wobei das natürlich Quatsch ist, aber in Classic halt umso wichtiger. Weil in der Release-Version kannst du quasi der größte Hinz und Kunst sein. Du wirst eh die Leute, mit denen du irgendwas spielst, nie wiedersehen und es ist völlig belanglos. Ja? Aber hier, wenn du hier der Gardarul bist, auf diesem Server in Classic, dann bist du der Gardarul auf diesem Server in Classic. Die Leute werden dich kennen. Wir hatten auf unserem Server damals einen Schurken, der dauernd das Auktionshaus massiv manipuliert hat, indem er irgendwann so viele Sachen aufkaufen konnte, weil ne, konnte er halt die Preismanipulation machen. Ab einem bestimmten Punkt greift Blizzard ja auch, was das angeht, ein. Er ist ja wahrscheinlich immer so ein bisschen darunter geblieben. Im Sinne von, naja, er hat das für sich gemacht, sodass er immer ganz gut leben konnte und zum Raid nicht farmen. So Sache, die ich übrigens auch vorhabe, jetzt nicht im großen Stil, aber ich werde nicht farmen, ich werde mein Geld wahrscheinlich über das Auktionshaus verdienen, ja. Und, naja, ich denke mir dann, wenn ich jetzt als DDler in Instanz gehe, mache ich ja was ich so gar nicht mag. Ich bin auch schon gelobt worden. Ich bin mit dem Magier in, das war glaube ich zu TBC-Zeiten, da waren wir auch in Gnomriggern, da bin ich gelobt worden von einem Krieger, weil ich versucht habe, weil ich auch selber Tank gespielt habe, ne? Weil ich ja versucht habe mitzudenken und dann halt auch was geschiebt habe. Oder hier, ihr kennt diese kleinen Packs in Gnomriggern, wir werden ja auch noch nach Gnomriggern gehen, die wo so ganz viele kleine verseuchte Gnome dann kommen. Dass man einfach mal eine Frostnova reinmacht und die festtackert. Und da sagt der Krieger zu mir, der Tank sagt zu mir, cool, dass du das machst, es gibt da viele Leute, die denken über sowas gar nicht mehr nach und die machen das gar nicht mehr. Und ja, ist da vielleicht da auch der Unterschied, ne? So, ich würde sagen, wir bringen jetzt erst das Teil oben wieder zum Collision. Ja, das andere Schöne an Ogern ist natürlich, die haben alle wunderschönen Stoff dabei. Also, ne, zum Nähen. Nicht zum durch die Nase ziehen. Und, oh. Ja, das war jetzt nicht so geplant. Hat sich aber von alleine gelöst. Nicht praktisch. Warum drehe ich mich um? Es ist in Classic und in WoW generell, jetzt glaube ich auch nicht mehr, aber es war zumindest mal so, dass, oh. Ja, nee, dann muss ich aber ganz dringend ganz, muss ich aber komplett los jetzt hier. Es war, wie gesagt, so, dass, ja, wenn du von hinten getroffen wurdest, ja, das hat dann schon das, ne? Dann hast du mehr Schaden bekommen. So, der Blick zu den Sternen, nee, Ogerdiebe, genau. Da müssen wir wieder zurück zu Calvinus, das ist ja auch ein Schlawiner, ne? Also ich glaube, der führt uns so ein bisschen an der Nase rum. Für den haben wir sozusagen das Monokel geholt.
ich versuche mich immer noch hier, also ich glaube schon, man braucht diese Tastenkombination von, wie heißt das? Also, dass ich blinzeln kann mit einer Taste direkt in eine, oh, warte mal. War hier nicht irgendwo. Hier waren die Nachtklinge, da waren hier, glaube ich, unsichtbare Defias. Ja. Da hat sich gerade einer gebufft. Gut, nee, ich meine also, dass man hier mit einer Taste festtackern kann und wegporten und so. Ich glaube, das sind schon Sachen, die man sich so ein bisschen behalten sollte. Und ich muss mal auch ganz dringend hier meine Taschen leeren. Wo renne ich eigentlich hin? Ich renne total die falsche Richtung. Ja, ganz dringend die Taschen leeren. Was haben wir denn alles für einen Kram drin? Also ich muss mal gucken, die Kiste. Das ist auch eine interessante Sache zum Thema Immersion. Und zwar, Schurken, meine sehr verehrten Damen und Herren, draußen Empfangsgeräte, die von WoW gar nicht so viel wissen, kriegen wieder eine kleine Geschichte von mir. Die zweite in dieser Folge, oh Gott, was ist denn da los? Schurken können Kisten öffnen, Schlösser knacken, hatte ich schon mal erzählt. Und als Spieler kannst du diese Kisten, diese Schließkassetten hier, in der Welt finden. Und keinen Schurken in der Gilde hast. Ansonsten hatten die Schurken ja nicht so viele Funktionen, bis dann später mal im BWL hier die Gauntlet-Dinger darunter zu machen. Dann war die Aufgabe des Schurken quasi, dass er seine ganze Post voll hatte, voller Schließkassetten, die er aufgemacht hat. Musste man natürlich auch leveln, deswegen findet ihr überall in der Welt an verschiedenen Stellen häufiger mal so verschlossene Kisten. Und auch die Truhen, die in Instanzen stehen, ja, die Sachen, die man dann öffnen kann, wo hier auf dem Server halt die Leute einfach hinrennen, ohne dass fair gewürfelt wird. Die sind teilweise auch verschlossen. Das heißt, wenn du einen Schurken in der Gruppe dabei hast, öffnest diese Truhe, dann hast du eine Belohnung für die Gruppe, weil du einen Schurken dabei hast, der die Schlösser öffnen kann. Alternativ geht natürlich auch, ja, um den Kommentaren, die da jetzt kommen, zuvorzukommen, alternativ geht natürlich auch ein Schmied, beziehungsweise ein von einem Schmied hergestellter Schlüssel, der diese Kisten öffnen kann. In neueren Spielen wäre es so, dass du natürlich da Schlumpfbären verkaufen musst und die gegen Ingame-Währung tauscht und dann dafür die Truhen öffnest, ne? So wäre das in heutigen Spielen. Habt ihr meine Kiste? Wenn ja, dann gebt sie mir schnell, ich bitte euch. Dank dem Tote... ich danke euch, Garderol. Ihr habt euch die Belohnung mehr als verdient. Ah, oh, Glück, glückliche Nächte können kommen. Bringt diese Nachricht zu Ello Ebonlock, dem Bürgermeister von Dunkelhain. Er und ich sind alte Freunde. Und wenn er den Zettel liest und herausfindet, was ihr für mich getan habt, dann freut er sich bestimmt genauso sehr, wie ich das tue. Schönen Tag auch. Ich trau dem nicht. Hatte der nicht hier so ein... Nee, da steht nur sein Bett. Und der beschwert sich, dass nachts Monster vor seine Tür klopfen. Wo ist denn die Tür? Also der ist ja nur am Flunkern, der Typ. Gut. Dann würde ich sagen... Ach so, wir müssen noch diese Seuchenverbreiter töten. Ah ja. Also bevor wir jetzt in die Stadt zurückkehren, töten wir mal eben kurz die Seuchenverbreiter. Das ist ein Verfaultherr. Das ist ein Seuchenverbreiter. Dann zerlegen wir die mal eben kurz nach bester Hausmannskostart. Ja, wobei an denen hier, ne, da ist ja nicht so viel Fleisch dran. Höchstens so diese kleinen Maden oder so. Das ist ja sowieso die Zukunft, ne? Dass wir alle Insekten essen. Und ich hab gehört so, ne, wer gerne Chips isst zum Beispiel abends, also der so was Krosses haben will, so gebratene Maden sind auch ganz lecker. Ich glaube, das ist eher so ein Punkt, wie zum Beispiel ein Südländer ein Problem hat mit Schweinefleisch, weil er sich davor ekelt. Für uns ist das selbstverständlich. Ich glaube, in vielen asiatischen Ländern ist dieses Insektenessen eine Delikatesse und würde auch sehr viel unserer Probleme mit der Ernährung der Welt lösen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir uns da irgendwann dran gewöhnen müssen. Und ich wüsste jetzt auch nicht, also wenn ich das nicht wissen würde, es würde mir schmecken, hätte ich wahrscheinlich auch gar kein Problem damit, ne? Also wenn ich jetzt überlege, also ich würde irgendwie so ein Burger essen und das Burger, also das Patty wäre so ein Gemüse-Maden-Burger-Ding, ja? Du würdest das nicht wissen und die wären lecker angemacht, die sind ja auch ein bisschen eiweißreich und so weiter.
Falls du übrigens gerade essen solltest, Mahlzeit, es tut mir leid. Ich glaube, dann würde mich das gar nicht so stören. Ich habe überlegt, meinem Freund mal was zu kochen mit exotischen Sachen drin, ohne das zu sagen. Und hinterher zu sagen, du, das waren übrigens Froschschenkel. Ja, in Frankreich eine Spezialität. Ob das... Ja. Ja. Also weiß ich nicht, ne? Weiß ja nicht, wie du das siehst. Huch. Das Passing scheint übrigens oft zu sein, ne? Also normalerweise müssten die um den Zaun rumlaufen, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Während ich hier noch in den Katakomben unterwegs bin, wollt ihr euch kurz was zeigen. Und zwar, naja, man will es ja möglichst bequem machen. Am besten nur in dem vordersten Raum hier die Mobs töten und so weiter. Aber ja, das Spiel ist halt so, dass es einem dann möglicherweise ein kleines Geheimnis verwehrt, welches ich euch zeigen möchte und vielleicht auch nicht jeder von euch wusste. Zum einen gab es hier irgendwo einen geheimen Questgeber, den kann ich mich erinnern, aber der scheint gerade nicht da zu sein. Und zum anderen sehen wir hier in der hintersten Kammer, hier ist ein Stein runtergefallen. Und hier ist ein Gang. Ein Gang von einer Art, wie ihr ihn vielleicht noch nie in WoW irgendwo mal so gesehen habt. Der ist einzigartig, ein Tunnel gegraben hier unter den Friedhöfen sozusagen lang. Und ich möchte mal mit den Leuten, die WoW schon gespielt haben und damals in Classic wetten, nicht viele von euch sind hier unten rumgelaufen, haben das gesehen, oder? Tja. Wo führt der hin? Und das sehen wir jetzt gleich hier. Da sehen wir Skelett Heiler. Der führt also auf der anderen Seite in die Katakombe, wo ihr die Skelettwächter töten müsst. Und auch da, an eine Stelle, wo ihr möglicherweise ja gar nicht so weit reingelaufen seid. Und das finde ich halt eine witzige kleine Sache, dass man auch so Dinge entdecken kann. Ein Geheimgang unter der Welt, der vielleicht vielen Spielern, die das Spiel einfach durchhasten, der schnellste sein wollen, schnellste Level 60 sein wollen und so weiter, das halt verpassen. Und dann kommen wir hier in der Tat zu den Skelettwärtern und so weiter, die wir halt für eine andere Quest erledigen müssen. So eine Art, ja, ist vielleicht sogar so eine Art kleines Geheimlabor. Das gucken wir uns jetzt nochmal kurz an. Und haben dann auch ein schönes Ende für diese Folge, wie ich finde. Mit diesem Tiny Little Secret. Schön, oder? Also ich kann immer nur wieder sagen, Classic ist vielleicht auch für diejenigen, die meinten, ach, ich kenne ja schon alles, warum soll ich mal dahin zurückgehen, noch voller kleiner Überraschung. Ich hasse diese Resistenzen und Immunitäten übrigens. Ist der nur gegen Arkan oder was? So, da kommen wir hier zu einer kleinen Folterkammer, wenn du so willst. Auch hier sind die Steine aus der Wand rausgebrochen. Da oben, da hasten dann die Spieler rum. Oh, da hinten ist noch ein Heiler. Komm, lass uns den mal pullen ohne die anderen. Ah, wir sind ja hier die Rocksource, ne? Damit wir nicht aus unnötig viele Mobs ziehen und schnell den Quest beenden. Ja. Und so übersieht man etwas wie das hier. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das hier gefallen hat, gerade der letzte Teil, gerne einen Daumen hoch geben und in den Kommentaren schreiben, hab bis zum Ende geschaut. Tschüss.